Dessert würde es da auch noch geben. Ja. Warum nicht? Warum nicht? Ja, das Ölfass sollte ich mir dann auch gleich mal vielleicht aus der Aktionsleiste rausziehen. Damit ich da nicht immer aus alter Gewohnheit drauf klicke. Hab natürlich Bartender. Nee, das ist glaube ich nicht. Nein, das soll so bleiben. So, Schaltflächen fixieren. Schaltflächen fixieren. So, komm sogar rüber. Ich bin im Kampf. Wegen einem weiteren Hirsch. Und ein bezauberter Hase. Oh. Häuschen in der Gruppe ist mein Schwurzelchen. Quietsch, quietsch. Da ist die Schatzruhe. Hier ist doch mal Hölle, ja. Du kommst zu spät zur Party, kleiner Hase. Da platzt irgendwas um mich rum. Es gibt da sogar mehrere Wares. Abgetrennten Fuß. Ja, Hasenpfote brauche ich. Fangen wir doch mal hier an. Watch! Ein Sturm von hinten. Ich vermisse mein Ölfass. Oh, was ich sagen wollte. Fangen wir doch mal hier an. Mit zwei Hirschen. Hier gibt es dann eine Hacke. Der gute Bauer Samuel. Für sein Vieh tat er das Seine. Doch nun hat ihn der Wald geholt. Wer nährt jetzt nur die Schweine? Ich sag jetzt nicht nochmal, du gruseliges Mädchen. Ihr wisst, was ich davon halte. Wie komme ich da jetzt hoch? Am einfachsten. Ja, dann machen wir das doch so und schauen dann mal, ob wir da oben drauf kommen. Ach, du frisst da schön an der Leiche rum. Gucken, was Annette dazu zu sagen hat. Nicht da, wer... Herr Haiens Seele, sagt man, war gütig und auch zart. Wie tragisch, dass sein Herz der Hexe Opfer ward. Bist du die Hexe? Ich wollte eigentlich da gerne... Wo ist denn dieser... Oder
doofer Hase. Nach unten ist Blutgeweih. Das ist Blutgeweih. Warum bin ich gerade um den Berg drum herum geritten? Warum wollte ich darauf? Hatte ich irgendwie falsch interpretiert? Ja, dann ziehen wir erstmal die Kleinen da raus. Du hättest gerne mitkommen dürfen, aber willst du anscheinend nicht. Würde ich wahrscheinlich noch links das wegmachen. Dann können wir den Bär holen. Oh, komm her. Würde ich sagen, dann versuchen wir auch den zweiten Uhr zu finden, bevor wir da weiter nach links reiten. Also solche Richtungsangaben links beziehen sich natürlich immer, falls ihr nicht so oft WoW spielt. Mein Blick ruht halt sehr oft oben rechts auf der Minimap. Und links ist halt was für die Quest und rechts ist der Uhr. Und ich mache halt lieber erstmal die Rares, wenn ich sie auf der Karte sehe. Weil da zeigen halt keine Pfeile hin. Im Gegensatz zu Quests. Und das heißt, Quests findet man in der Regel wieder. Bei Rares nicht unbedingt. So, ist mal da was gefolgt? Natürlich, die Häschen. Oh, Entschuldigung. Da ist mir die Hand abgerutscht. Oh, Maus abgerutscht, ne? So war das, genau. Bei mir ändert sich dadurch allerdings kein Tweet. Nein. Nicht die andere auch noch einmal. So, was gibt es hier? Hier ist doch irgendwo... Nimmer mehr. Ach so, du kamst gerade um die Mauer rumgelaufen. Bin noch nicht sicher, was nimmer mehr ist. Nein, was mache ich denn? Was mache ich denn? Ach, das ist nimmer mehr. Wie schön. Was eine Kacke. Erst die weiteren Ads weg machen. Außer Reichweite. Natürlich. So, jetzt nimmer mehr. Sprach der Rabe nimmer mehr. Ich hab's gerade gerappt. Edgar Allan Poe. Und falls ihr denkt, das ist mir zu hoch, es gibt da auch eine Simpsons-Folge von. Da haben wir damals, als ich noch auf dem Gymnasium war, das ist schon eine Weile her, gab es irgendwann mal so eine Projektwoche und das Einzige, was damals, ne, das war... Im letzten Jahrtausend. Das Einzige, was so in die Richtung Technik ging, war halt Multimedia. Und da hatten wir halt
in einem Klassenraum, den wir halt für die Projektwoche hatten, waren halt so wild zusammengestellt, hatten wir halt Edgar Allan Poe, der Rabe, und zwar mit der Darstellung in verschiedenen Medien. Und eins davon war dann halt auch die Comic-Version von der Geschichte von Edgar Allan Poe in der Simpsons-Folge. Hatten wir dann halt, damals gab es noch VHS-Kassetten für Videos, hatten wir die Folge auf einer Kassette und dann lief das auf einem Fernseher in einer Endlosschleife. Jetzt sollte ich bei dem Gestabbel hier nicht irgendwie übermütig werden und sterben. Das wäre mir ganz... Das wird schief gehen. Ja, sprach der Rabe nimmermehr und dann stirbt der Shadow gleich. Vielleicht nicht. War aber ganz knapp an der Grenze, mein Lieber. Ach Gott. So. Dann werde ich jetzt vielleicht nicht mehr sterben. Oder so in Bedrängnis kommen. Schön, wir dürfen wieder an den Häschen hier vorbei. Gibt da vorne auch noch ein Rare. Ah, ich bekomme immer Tollwut von den Häschen. Natürlich. Und es gibt schon wieder ein Rare. Das sieht hier total vertrauenswürdig aus. So, hier will ich eine Nacht verbringen. Frau Maria wand sich ab. Was sie begehrt, war üble Macht. Bracht den Tod in unser Dorf. Und stürzt den Wald in finstere Nacht. Wie hieß diese Reimform? Ach ja, Gruselreim, genau. Es gibt da, ja, dann können wir doch mal versuchen, hier den Schädel zu finden. Weil da kommen wir ja so fast vorbei, während wir zur Questabgabe uns befinden. Je nachdem, wie hier das aussieht. Ja, müssen wir einfach ganz normal nach hinten durchlaufen. Keine komischen Berge im Weg. Und dann da hinten in der Höhle. Ist ein bisschen leer. Vielleicht war er ja eben schon ein anderer Spieler. Hat uns ein bisschen Arbeit abgenommen. Könnte allerdings auch zur Folge haben, dass wir auf dem Rückweg mehr bekommen. Dann kommen sie wieder irgendwo aus allen Ecken. Das ist eine super Idee. Von wo kommt jetzt was? Ein rasendes... Natürlich. Ihr seid ja süß. Ihr seid vor allem viele. Da ist ein Rare dabei. Immer schön zwischendurch den Sturm. Damit mache ich die Kleinen weg und bleibe aber mit der eigentlichen Attacke... auf dem Großen. So, dann ist nur noch der über. Die Baumwollschwänzchen-Matrone.
Hätten wir noch ein bisschen bedrohlicher machen können und statt Baumwollschwänzchen-Matrone Baumwollschwanz-Matrone. Mit Schwänzchen ist er nicht. So, danke fürs Zeug. Ja, müssen wir hier nochmal durch. So. Die Dunklen riefen Annie, doch dem Bösen sie entsagte. Es wundert daher wenig, dass die Folge sie nun klagte. Ja, werden wir mal sehen, wie das endet. So, hallo Anni. Kümmert ihr euch um eure Angelegenheiten? Ich kümmere mich um meine. Tut mir leid, ich kann nicht. Ihr hört Fußschritte hinter euch. Anneke, was findet Anneke Lehmann? Möge die See den Zirkel holen. Los, los, kommt schon. Hab sie gefunden. Zeit für die Teeparty. Gut, Teeparty. Ich freue mich drauf. Hallo. Hier oben! Das wird die beste Teeparty aller Zeiten! Aha. Ich glaube auch. Ah. Wunderbar! Setzt euch und wir können beginnen! Mit eurer und Schmuserchens Hilfe kann ich den letzten Gast rufen. Aha, du machst schon schwarzes Zeug. Hier ist, die hat vorhin noch gelebt, als ich sie gefunden habe. Dann hier Rüsselchen und Herr Strix und Herr Leckermaul, glaube ich. Die hat schon schwarze Magie an der Hand. Sei nett zu unserem Gastspätzchen. Wir wollen ja nicht, dass uns jemand verlässt. Mhm. Nicht lebend. Nicht lebend, natürlich. Es war die ganze Zeit so klar, dass das so enden wird. So. Himmel! Was war das denn für ein Ding? Ich hab's getötet. Wärst du dabei gewesen übrigens, dann hätte es keinen Tee gegeben, sondern Kaffeehaak. Knaller. Vom Festland, hm? So, ja. Ich kann mir hier ein Schmuckstück holen. Entweder Herr Leckermaul. Herr Leckermaul, der wird einem verbündeten Ziel Tee, das Tempo für 15 Sekunden um 489 erhöht. 1,30 Abklingzeit. Wir hätten stattdessen auch Bürgermeister Strix absorbiert Schaden mit einer Minute Abklingzeit oder Rüsselchen führt einen Schlammplatscher aus und verursacht 9900 Naturschaden, der gleichmäßig unter allen Gegnern ausgeteilt wird im Umkreis von 8 Metern. 2 Minuten Abklingzeit. Da habe ich halt immer Angst, dass das überspringt. Auf Sachen, die ich noch gar nicht im Kampf hatte. Einem verbündeten Stil. Bin das nur ich oder kann das nicht ich sein, weil das Verbündete sein müssen? Ich glaube, ich nehme mal hier sowas mit, einfach zum zusätzlichen Schaden. Auch faule Ernten wachsen nach. Ich kann euch nicht genug danken. Ich gehe jetzt so weit weg von hier wie irgend möglich. Und euch würde ich dasselbe raten. Viel Glück! Wohl, wenn ich mir gerade meine Schmuckstücke so anschaue, dann brauche ich überhaupt kein Schmuckstück. Ja, dann lassen wir den Bürgermeister halt.
So, hier gäbe es dann die. Das ist, glaube ich, das Einzige, was wir aktuell haben. Das heißt, wir reiten nach Osten und lassen hier dieses verfluchte Dorf endlich hinter uns. Dann schauen wir mal, wie wir von da aus weitergeführt werden. Ja, abgemautet werden will man hier nicht. Guck mal, hier gibt es eine Quest. Dann bleibe ich doch mal hier. Da war gerade ein Hund. Mimi, hallo. Ich bin nicht im Kampf. Da gibt es ein Rare. Vom Festland, hä? Okay, wir machen jetzt erstmal eine Salbe. Auch faule Ernten wachsen nach. Grabblüten da, der Rare da. Erster Rare. Da haben wir nämlich. Ja, was machen wir zuerst? Warum weint ihr? So ein Verlust. Ich hätte nicht gedacht, dass es so wehtun könnte. Was ist geschehen? Ich hätte es mir denken können, als sie an die Tür klopften. Sie kommen nie vorbei, um gute Nachrichten zu bringen. Und schon wusste ich, dass der Traum vorbei war. Es gibt eine Sache, die helfen könnte. Und was ist das? Man kann hier keinem trauen. Ich habe gedacht, das wäre einfach nur was Lustiges zu machen und hinten wäre der Stein, um den Wert zu aktivieren. Aber nein, es war die nette Dame. Ganz schön Schaden macht, wenn man da nicht aufpasst auf ihre Fähigkeiten. Wo ich gerade echt ein bisschen aufpassen muss. Alles wieder im grünen Bereich. Mal zwischendurch hatte ich mir gedacht, das ist gar nicht so schön. Ja, und das war zwischendurch jetzt schon wieder nicht so ohne. Irgendwas da um mich rum macht noch Schaden. Hatten die Lila-Dinger, Flächen, Säulen, Dinger, ja, wisst schon, hatten die so eine Reichweite? Ah, als Denkmal. Okay, das war also die Geschichte hier zusammen. Aber die Emily müssen wir natürlich nicht nochmal ansprechen. So, ein paar Grabblüten sammeln. Das ist doch was Schöneres. Blümchen sammeln. Es sei denn, auf der Wiese wimmelt es wieder von bösen, natürlich, Kreaturen. Eine Grabblüte. Zwei. Drei. Ja, werden sich um ein paar Kämpfe drumherum kommen. Blümchen. Blümchen. Da will ich nicht lang. Da ist nämlich nimmer mehr wieder.
Oh, den hatten wir schon. Kein Bedürfnis, das nochmal zu machen. Weil er hat auch viele Freunde in der Nähe. Hat mich schon gewundert, dass er so lange braucht. Blümchen fertig. Ja, das habe ich schon hinter mir. Okay. Großer verderbter Kreis, da will ich hin. Da sehe ich mich. Meine Klinge ist gewetzt. Ja, so geht das nämlich. Befreit die Seele von Brigitte Quellwasser. Nur tote Hexen sind gute Hexen. Sehe ich genauso. Und tote, gruselige Mädchen. Da, den muss ich töten, damit die Seele befreit wird. Machen wir alles. Nur ein toter Weidengrunder Jäger ist ein guter Jäger. Endlich frei. Jawohl. Gehen wir doch mal hier ins Haus rein. Tässchen Tee? Ich habe mittlerweile schlechte Erfahrungen mit Tee. Immer schön auf Schwester Kurs bleiben. Westwald. Die ist da oben. Hier kommt die Schwester. Ich habe früher ein bisschen Rödelheim gehört und auch dementsprechend dann Schwester S. Da kann man nicht dran vorbei. Wem Schwester S. nichts mehr sagt, war später bekannt als Sabrina Setzo. Aber als Schwester S. war sie... Ja, das war, glaube ich, so die erste deutsche Rapperin. Das war vorher so eine Männerdomäne. Oder so die erste, die Mainstream-mäßig bekannt wurde. Nennen wir es mal so. Und damals, als sie noch beim Rödler im Hartrahm-Projekt ihren ersten Auftritt hatte, da war sie noch cool. So, hier ist die Quest. Freund oder Feind? Ich bin euer Freund. Lasst euch nicht mit Hexen ein. Nee, habe ich nicht vor. Da hinten gäbe es Langzahn und Wellenbruch. Da sind wir immer noch nicht hingekommen, ne? Das war ja ursprünglich mein Weg und dann haben wir hier einen kleinen Zwischenhalt gemacht. Dann würde ich sagen, weil wir hier gerade so schön mit den Geistern rumstehen und dann hier wieder ein Rare, da müssen wir uns hier durchkämpfen, würde ich sagen, dass ich an dieser Stelle eine kleine Pause mache. Und natürlich geht es dann in der nächsten Folge hier direkt weiter. In Drust war mit, wo sich anscheinend alles um Hexen und andere böse Sachen dreht. Und für heute sage ich dann Tschüss.